Hi, ich habe so was Geiles für euch entdeckt. Oh mein Gott, ich bin schockiert. Ich habe ein bisschen rumgesurft und dabei etwas entdeckt. Den Link tue ich hier gleich auf die Seite, dann könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren und gucken mal, was man aus mir machen kann. Heftig. Hallo? Das Ding ist, ich war auf dem Foto komplett ungeschminkt. Das heißt, ihr könnt euch eure Lippen machen, eure Augen machen. Guck mal hier, Wimpern, dann Kajal und sonstiges. Natürlich die Haare machen. Ich ändere das mal eben um und das macht ihr hier oben. Face, Eyes, Lips und Hair. Dann gehen wir mal auf Hair. Jetzt machen wir mal einen Kurzhaarschnitt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, weil man eine andere Farbe. Ja, erkennt man das? Ich mit kurzen Haaren. Und wisst ihr was? Das sieht so echt aus. Das ist das Geile an diesem Programm. Das sieht so geil aus. Na, blond steht mir jetzt nicht gerade. Aber wenn wir das jetzt mal umändern in braun, dann habe ich hier eine braune Hochstift-Frisur. Gucken wir mal, was es da noch so gibt. Zum Beispiel hier kurz. Blöd ist, ihr könnt es nicht so gut erkennen, weil ich einen dunklen Hintergrund habe. Deswegen mache ich die Haare jetzt mal blond. Moment. Geht gleich los. Da. Eben rumblond. Oh mein Gott, ich lache mich tot. Auf jeden Fall ist dieses Programm sowas von geil gemacht. Also, ihr könnt damit rumexperimentieren, wenn ihr wirklich zum Friseur gehen wollt und ihr wisst nicht, was für Haare. Ey, ihr könnt hier sogar Strähnchen und so weiter machen und bla bla. Ich fand jetzt hier die eine Frisur sah ganz schicker aus. Hier. Sieht aus wie eine Domina. Ja, auf jeden Fall könnt ihr hier oben dann zum Beispiel die Lippen machen. Sagen wir mal hier hell. Dann ändert er das in hell um. Also hier knallig rot. Gibt es glaube ich auch. Da, zack. Hey. Lip Liner, Lip Gloss könnt ihr euch alles aussuchen. Natürlich. Unter Face, Concealer, Foundation, Brush. Eyes, könnt ihr sogar Eyeshadow auswählen und dann sagt er euch, welches Eyeshadow das gerade ist, was ihr drauf habt. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen grauen drauf. Aber dann könnt ihr auch umändern in. Was ist das? Ja, so ein Bronzeton. Oder hier sagen wir mal lila, meine Lieblingsfarbe. Zack, lila. Da könnt ihr aussuchen, wie genau der Lidschatten aussehen soll. Ihr könnt auch zwei Kombis machen. Und so weiter. Und ich sollte jetzt eigentlich aussehen wie die. Aber ich habe jetzt gerade mal ein bisschen rumexperimentiert, deswegen sah ich wieder ganz anders aus. Ihr könnt sogar Kontaktlinsen machen, dann Wimpern. Ihr könnt eure Augenbrauen dünner gestalten. Warte, ich zeige euch das einmal. Guck mal, wie dünn die gleich sind. Jetzt aktuell. Und jetzt sehen sie so aus. Gott, oh Gott. Nee, da sehe ich aus wie so ein Transvestit. Lieber wieder dicker machen. Ja, Kontaktlinsen könnt ihr auch machen. Oh, die Kamera geht gerade kaputt. Naja, Kontaktlinsen. So, dann habe ich andere Augenfarbe und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist das Programm richtig geil. Oh, die Kamera stürzt gerade richtig ab. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit und bis dann. Tschüss.